Liebe Freundinnen und Freunde der Galerie, liebe Kunstinteressierte, heute machen wir mal wieder einen Rundgang durch eine neue Ausstellung im Atelier Brancredo. Gestern zur Vernissage war es sehr voll gut besucht, die Leute drängten sich zum Teil. Aber so soll es ja auch sein. Heute ist wieder Ruhe eingekehrt und wir nutzen das helle Wetter für unseren Galerierundgang. Wie immer beginnen wir im großen Raum und wie man sieht, die Sonne meint es an diesem Oktober-Sonntag-Vormittag noch gut mit uns. Eben haben wir das Ensemble auf der großen Wand gesehen. Gehen einfach mal näher an das Bild mit dem Titelatelier ran und sehen doch auch schon einiges von der Malweise der Künstlerin Mareike Segers-Herrenda. Himmelblau und Blütenweiß ist der Titel der Ausstellung. Und ich gehe einfach mal eben rüber auf das Motiv zur Ausstellung. Es ist vielleicht ein bisschen dunkel geworden, aber in der Bilderserie der Ausstellung, die wir natürlich auch auf die Webseite stellen, wird man das Motiv gut erkennen. Noch einmal ein kleiner Rundgang hier im großen Raum. Und Mareike Segers-Herrenda hat Personen dargestellt, hat auch wiederum kleinformatige Arbeiten, ihre Stillleben mitgebracht und wir gehen einmal durch den Gang, durch den Flur und haben hier eines der beiden großformatigen Bilder, die in dem collagenartig Dinge angeordnet sind. Dieses ist das Bild mit dem Titel Hände. Weiter geht es hier auf dem Flur. Das ist die zweite Arbeit. Bei genauem Hinsehen wird der eine oder andere bestimmt Gesichter erkennen, die er irgendwo schon mal gesehen hat. Hier noch einmal eine große Arbeit zum Treppenhaus hin. Und wir machen einen Schwenk im kleinen Raum, auch hier interessante, schön gemachte Stillleben. Wir gehen einfach mal nah an eine Frucht, eine Birne, die sie dargestellt hat, Bananen und hier sind Arbeiten, mit denen sie auch ein Buch illustriert hat, Heimkehr in die Fremde, das Leben des Haag Olufs mit Texten und Mareike hat dazu die Illustrationen gemacht. Hier noch einmal ein Format, das perspektivisch ganz spannend ist, vorbei an den kleinen Arbeiten und wir schauen einfach mal, ob die Sonne es noch gut mit uns meint, um im großen Raum noch einmal die Licht- und Schattenwirkung zu sehen. Nicht zu vergessen, zur Ausstellung gibt es einen Katalog, in dem etliche Abbildungen sind von Formaten, die in dieser Ausstellung zu finden sind. Eine Vorzugsausgabe mit
kleinen Zeichnungen, Radierungen. Und nun schauen wir mal, dass wir noch einmal dieses große Format genauer betrachten. Die Ausstellung läuft noch bis Mitte Dezember 2023. Besucher sind herzlich willkommen und können eintauchen in die Malerei von Mareike Segers-Herrenda.